Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 2. Letztes Mal haben wir ja hier aufgehört, ne? Wollen ja noch die Bierflaschen für unseren guten alten Mordecai sammeln. Und dann habe ich noch die dicke Ellie irgendwo gesehen. Wo ist sie denn? Ach da. Alter, sie fett. Hat sogar einen Stiernacken. Naja, wir wollen ja weitergehen. So, wo müssen wir eigentlich für Mordecai hin? Okay, auf jeden Fall nicht nach hinten. Hier, okay. Ich habe jetzt den Wagen genommen, weil bevor mir die Wichser mit ihren Autos auf die Nerven gehen, zerstöre ich sie lieber so. Hä? Ach lol, die fliegen mit dem Helikopter oder? Nee. Okay, wie bekomme ich jetzt das raus? Hinter dem Rekohol her! Sie dürfen nicht auf die Alkoholkisten schießen! Ach, statt auf die Alkoholkisten schießen. Komm, runter mit dir. Oh, da liegen einige. Oh. Okay. Ist jetzt zwei. Da liegt einer unter den ganzen... Nee. In der Map verbuggt. Alles klar, gut zu wissen. Ja gut, das kann ich schon mal... vergessen. Dann gehen wir einfach weiter. Hätte ich jetzt doch hier dann das andere Fahrzeug nehmen sollen. Egal. Weiß ich halt auf das Alkohol zu schießen. Ich schieße einfach nicht auf den Wagen, so dass der Alkohol eigentlich... Komm, fall runter. Jawohl. Als wir uns getrennt haben, armer Kerl. Bring mir den Alk und du bekommst meinen treuen Revolver. Rude. Wow, 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 wow. Roxy gibt dir Ruby, wenn du ihr meinen Alk bringst. Diese dumme Dose hat Ruby vor Jahren verloren. Und ich habe ihn gefunden. Ohne mich hätte sie das Ding gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Nichts da. Bring ihn mir und du kriegst eins von meinen alten Sniper-Rifles. Ja, das Problem ist, Moxys Waffen waren bis jetzt immer treu und zuverlässig, hat ne? Roxy dir erzählt, für wen sie mich verlassen hat, hä? Für Jack! Was hast du schon mal erzählt? Ich bin ein Underdome. Ich find Ruby und bam! Sie verlässt mich für den größten Faschisten von ganz Pandora. Hey, bevor er die ganzen Leute abgefackelt hat, schien Jack ein ziemlich netter Kerl zu sein. Ich kann nichts dafür, dass Mordecai lieber an seinem Vogel herumgezupft hat, statt mit mir rumzu... Du hast sie alle. Jetzt bring sie zu mir. Hey, ich weiß, was gerade Monkey sagen wollte. Nein, nein, bring mir den Alkohol statt diesem versoffenen Vogelliebhaber. Dann bekommst du Ruby. Wie gesagt, Moxys Waffen waren bis jetzt immer treu, ne? Schwierig. War voll geil, eine unsichtbare Mauer, die kommt einfach hier nicht durch. Ja. Ich habe überlegt, Leute, ihr meinen Wagen abgeknallt? Nein. Ich habe überlegt, ob ich eine der älteren CODs mal bei Alanite mal zocke. Problem ist wiederum aber, auf der PlayStation kannst du ja vollkommen vergessen. Dieser Hardcore vercheatet diese Scheiße. By the way, wo ist denn nochmal das Missionsding da? Hier. Für Moxie, Pistole, wir bringen es Moxie. So. Gehen wir aufs Sanctuary und holen uns die. Auch die anderen Missionen ab. Die Belohnung dafür. Ja, vielleicht kommt in nächster Zeit wirklich was für COD. Muss ich mal schauen. Ich hätte wirklich wieder Bock drauf. So, dann erstmal zum Moxie. Ich hoffe, die Revolver enttäuscht mich nicht. Weil sonst kriegt Moxie nie wieder was. Aber mit der Shotgun hat sie auch mich noch nicht enttäuscht. Hier ist Ruby, Bernlein gut. Mit Blitzschirm. Nice. Zeig's her. Mit Blitzschirm nehme ich auch gerne an. Wo ist denn die denn überhaupt? Hier. Auch 17,9% Schockchance.
97,9. Alter, die ist ja besser als CMG. Ja, die hat. Stumm geworden, CMG. Ja, die war treu. Und die hat auch gut einiges mitgemacht, aber leider muss ich sie schon mal austauschen. Geht nicht anders. Shotgun kann ich auch behalten. Aber ich habe ja noch eine Sturmgewehr, falls ich keine Muni mehr habe. Alter, die Leiche liegt hier immer noch. Ich glaube, mit der Shotgun wird es etwas tricky werden. Soll ich die eigentlich verkaufen? Ich behalte die mal trotzdem. Sicher, sicher. Die kann ich aber verkaufen. Ja, eigentlich kann ich auch die Pakete mehr verkaufen, oder? Milchfrei. Hallo Mordecai, ich gebe dir die andere Quest ab. Tut mir leid, Moxie hat mir eine Pistole halt dafür gegeben, ne? Das ist erst der Anfang. Jeder Hyperion-Drecksack wird für Bloodwing büßen. Wie heißt die Waffe? Irgendwas, warte mal. Hab ich da irgendwas mit Klo gelesen? Achso, Klo, Drehspasse, ist okay. Na, ich dachte, da stand irgendwas mit Toilette. Eigentlich habe ich neue Skins mal bekommen. Ich könnte mal kurz gucken, was ich also habe. Kammerbetan hat schon Sandstreicher. Oh, so sehe ich ein bisschen aus wie Mordecai. Niederträchtiger Deserteur. Lol, das sieht ein bisschen aus wie Woods. Alles klar. Okay, so. Dann ab zur Hauptquest, wie ich schon in der letzten Folge versprochen hatte. Jaja. Ja, so viele Missionen gab es zum Glück nicht. Der Schatz liegt westlich der Highlands. Ja. Wenn du den Slap King suchst, dort wird er sein. Aber Vorsicht, er ist ziemlich daneben, seit Hyperion seinen Hund gekillt hat. Der Slap King. Appearance und seinen Hund gekillt. Leute, das ist ja direkt hier. Brauchst du nicht mal einen Wagen. Und rein. Thousand Cuts. Oh ja, die geile Sniper. Sehr verrostet. Wo sind wir denn hier? Ach so. Control Core Angel ist oben auf diesem Berg. Dort befindet sich auch der Kammerschlüssel. Der Slap King haust auf dem anderen Felsen. Er kann uns... Eindringling! Alarm, Eindringling! Eindringling, hä? Der Slap King. Okay, Jungs. Kämpft wie Berserker. Oder sterbt wie Pussys. Um zum King zu kommen, musst du dich durch die Slaps kämpfen. Na, hab ich mir schon gedacht. Au. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ein Nebenquest. Komm ich von hier aus hin? Nicht so weit. Ach, lol, das ist diese witzige Quest. Die kenne ich noch von damals. Eine Quest, die mir immer in Erinnerung geblieben ist. Ja, aber ich komme nicht von hier aus, sondern von der anderen Seite. Oh, eigentlich sollte ich dafür meine Provisionswaffe nehmen. So. Lol. Geil. Ich wollte Ruhe geben, aber nein. Ja, was hast du für eine Uncharted-Musik gerade? Ihr musstet wieder anfangen. Ihr musstet das Ding umlegen. Wenn ihr nicht über mich behandelt, dann nehme ich mich auf wie einer. Das Ding war noch ein Welpe, fast so brav wie mein erster Hund. Bestell deinen Boss, ich mach mit ihm dasselbe wie er mit ihr. Nur langsamer. Du. Was heißt das? Die sind nicht von Hyperion. Oh, das muss ein neuer Rekrut sein. Okay, Jungs, drehen wir sie durch die Lange. Ah, ja. Der Slap King wird erst mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Ach so, na gut. Aufnahmeritus, den er für dich geplant hat. Gib dann die Nachricht. Okay. So, da ist die geile Quest. Gehirn überall, nicht ins Knie, nicht in den Arm. Schieße Face McShotty ins Gesicht. Noch schieß mir ins Gesicht. Ins Gesicht! Mach schon! Schieß mir ins Gesicht! 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 Danke!
Danke. Oh Mann, Alter. Das ist eine richtig geile Quest, Alter. So eine behinderte Quest einfach nur. Was ist das denn? Zertrümmern. Störung der Totenruhe. Ach ja. Oh, da ist er schon weg. Oh. Der kommt ja wieder. Und weg mit den Dingern. Nice. Immer wieder geil, wenn ein Helikopter explodiert. Davon habe ich irgendwie so eine Befriedigung bei dem Spiel. Bin ich komisch? Klopf, klopf. Komme ich nicht von hier aus rein? Ich muss, glaube ich, reinklettern. Ich glaube, die Schilder zeigen mir auch die Richtung. Ja. Peace off! Okay. Du hast es durch meinen Thronraum geschafft, Rekrut. Aber jetzt, Alter, das ist doch voll die Uncharted-Musik, wirklich. Der Slap King, Leute, darf ihn nicht töten. Uiuiuiui, ist hier viel los. Habt ihr gesehen, wie das Gesicht von dem Typen geschmolzen ist? Wieso kommt ihr nicht runter? Ich hab den Typen sowieso gehasst. Ich hab den Typen sowieso gehasst. Geil. Oh shit. Na komm, hier gebe ich jetzt einen mit. Oh shit. Aua. Wo ist denn der andere am Campen? Oh, der Feigling. Na, wo bist du denn? Bist du hier? Ja, der müsste irgendwo oben sein. Ach, guck mal, da ist er doch. Dachte ich krass, wahrscheinlich so. Oh ja, neue Weltordnung. Oh, das war's noch nicht. Apropos, das war's noch nicht. So, guck mal, was wir hier so schön sagen. Endlich zahlt sich mein Training aus. Machen wir das noch. Ach, von hier aus komme ich auch wieder hoch. Okay. Dann klettern wir mal rüber. Oh, vielleicht geht's auch noch nicht. Da lag Iridium. Solche Noobs habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Solche Noobs. Ja, ich höre den Goliath, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er doch. Wenn ihr Slaps nicht meine nichtsbeliebigen Rekruten schafft, wie wollt ihr dann Jack besiegen? Warten, bis ihm der Abzugsfinger wehtut? Also darf ich eigentlich Slap gegen mich töten? Eigentlich ist es voll die Munition. Oh, Munitionsverschwendung. Da lebt noch einer. Der ist hier oben, ne? Ach nee, nicht schon wieder. Komm, zeigt euch. Muss ich mit einer Sniper auf die schießen, damit die ja nicht runterkommen. Weil ich in die Pistole, das geht eigentlich auch. Ach nö. Ja, das kann nicht wahr sein. Na komm. Ganz langsam. So. Alter, die macht ja ordentlich Schaden. Oh, jetzt habe ich ihn zum Goliath gemacht. Aber irgendwann kommt er jetzt runter. Komm her. Uah. Komm, eins gegen eins. Was ist das? Nice. Männer gekillt, um mich zu treffen. Dazu kann ich nur eins sagen. Jetzt kommt er. Das war Affengeil. Lol. Rick.
Ach, ja, stimmt, der von Borderlands 1. Was willst du? Das ist der... Du bist der Berserker gewesen. Badass aller Zeiten. Notiz abliefern. Und du hast die... Hab mich schon gefragt, wann Roland seinen Gefallen einfordert. Der Bunker, hä? Da du jetzt einer von uns bist, könnten meine Kopter dir helfen, den Platz zu machen. Problem ist, ich glaube. Richte Roland aus, dass ich dabei bin. Tolle Leistung. Lol. Mit Brick an unserer Seite wird es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück, dann sie. Ich mach dir die Tür auf. Lol, was war's mit dem sarkastischen Slap? Folge Brick. Lol, wo kam der her? Willst du noch langsamer laufen? Dann hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörserbombardierung. King, er schießt wieder Mörser ab! Es ist Mörser! Oh, verdammt, Slap! Wir müssen diese Mörser aufhalten! Sonst wird niemand übrig sein, der dir mit dem Bunker hilft! Okay. Jack muss einige Transmitter gesetzt haben, um seine Mörser zu leiten. Wenn wir die Transmitter nicht zerstören, sind wir geliefert. Bring mich so einen Transmitter dann. Sauber gekillt. Weil gegen die Gegner brauchst du zu kämpfen, die geben keine EP. Dann machen wir lieber die Transmitter. Der kämpft wirklich gegen jeden Einzelnen. Idiot. Dishi Transmitter auf der Karte. Kann ich sie allein? Ne, kann ich nicht. Mann. Wir müssen weiter! Bin schon dabei. Zieltransmitter zerstören! Sie lenken die Mörser! Das Problem ist, die geben halt keine EP, das heißt, diese Transmitter. Spürt den Zahn des Slapping! Ah, der muss natürlich kämpfen gegen jeden Einzelnen. Ja, bin schon dabei. Oh. Ja, meint. Verdammt! Der Transmitter hat ein Reflektorschild! Warte, ich schalte ihn aus! Ich zerstöre den Schild! Alles klar. Schild ist unten, Slap! Greif den Transmitter an! Aha! Weiter jetzt! Hey! Niemand zerstört meinen Transmitter! Jetzt kommt in die Box! Boah, musst du gegen jeden Einzelnen kämpfen? Lauf doch einfach zum Transmitter! Oder wieso wird mir das einfach nicht angezeigt? Komm, lauf. Och, ne. Vermöbelt! Ja, vermöbelt. Macht aber nichts. Das ist mein ja, lauf weiter. Ich sehe noch einen Transmitter. Den knöpfen wir uns vor. Kann ich den eigentlich auch sehen? Ah, ja, ne, ich muss ja warten, bis er die Schild dann macht, ne? Ich zertrümmere den Schild dieses Transmitters. Ich hab den Schild gesprengt! Hilf mir, den Transmitter zu zerstören! Bin dabei! Verschmattert! Verdammt, die Bots! Schafft sie von den Transmittern weg! Zeig es ihnen, Slam! Das kann doch nicht wahr sein. Lauf einfach weiter! Zum nächsten Transmitter, sofort! Nein, ich laufe jetzt nicht so trotzdem. Ich muss erstmal gegen Warlord noch kämpfen. Das hat sich ja wehgetan. Da wird jemand spielen, Schatti. Lol. Nicht auf mich machen. Oh mein Gott, ein Beutemaroder. Von wo kommt der denn her? Alter, nice. Danke für Geld. Oh, Brick kämpft noch gegen die. Kritischer Fehler. Ich sehe noch einen Transmitter. Den knöpfen wir uns vor. Jawohl, der letzte, Gott sei Dank. Komm. Ich kümmere mich um den Schild. Ja, mach das. Die Mörser auf, Slap. Ich hab den Transmitter-Schild zerstört. Greif ihn an, Slap. Ja, wird gemacht. So, perfekt. Komm schon. Wie schwer kann es sein,
einen Kammerjäger und einen wandelnden Fleischklopf zu töten. Schnappt sie euch! Badass, Lola. Da hält einiges aus. Ja, meint. Da hält nicht einiges aus. Alter, wie das schreit jedes Mal. Hier drüben. Ja. Hey. Nice. Das hat Spaß gemacht. Was? Ich muss ins Sanctuary zurück. Job heute, Slab. Wir sehen uns dann in Sanctuary. Ist hier nicht noch eine Mission? Doch. Was heißt? Meine Slabs werden wahrscheinlich trotzdem versuchen, dich zu töten, weil sie hirnlose Idioten. Besorge Pornhefte. Hab ich auch nicht. Wo sind denn. Einer ist hier unten, zwei sind hier. Okay, gehen wir erstmal hier und dann. Ach, das ist für Scooter. Hier schon mal ein Pornohälfte. Ich hab die Pornohälfte. Im schlimmsten Fall kann ich mir damit die Zeit vertreiben. Im schlimmsten Fall kann ich mir die Zeit vertreiben. Alter, dieser Kopf geht noch. Ja, ja. So. Mach's gut. Was ist das denn? Wow, Mann! Dieser Bandit hat sich an seinem eigenen Grabstein erhängt. Das ist düster, das ist deprimierend. Ich hab keine Ahnung, wovon ich rede. Das ist perfekt! Das kommt ins Gedicht. So ein Idiot. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Nächste Inspiration. Na, was liegt denn hier? Ein Roboter? Ist das echt ein Bandit, der mit einem Roboter Löffelchen hat? Das ist abgefahrene Kunstscheiße, mein Freund. Die Bräute lieben das. Das muss unbedingt in mein Gedicht. Roboter-Sex. Oh mein Gott. Oh. Oh, eine einsame Blume, umgeben von Blut und so einem Zeug. Das könnte ich als Sinnbild verwenden. Vielleicht für Blumen. Oder Vögel, oder mir fällt schon was ein. Okay, ja, mein Gedicht so ist behindert. Und vollendet und so. Komm her, dann lese ich's dir nicht vor. Alles klar, das ging schnell. Hab ich schon mal was aufgehoben dort, ne, was ich verkaufen? Eigentlich schon, ne? Ich glaube, ich hab was aufgehoben, was ich verkaufen könnte. Nein, meint hab ich nicht. Aber ich habe neue Skins. Tapferer Soldat, soll ich mal angucken. Vielleicht. So. Dann gehen wir zurück zu Scooter. Weil chillt hier immer noch. Ich glaube, der hieß ja Berserker bei Borderlands 1. Ich glaube schon, ne? Also. Glaube ich zumindest, dass er so hieß. Bin mir nicht mehr so sicher. Borderlands 1 auch schon etwas her. Wann habe ich das denn gespielt? 2021? 2022? So um den Dreh rum auf jeden Fall. Ist schon etwas her, auf jeden Fall. Gehen wir zu Scooter erstmal. Mal schauen, was der hat. Oder warte, der muss doch bestimmt das Gedicht vortragen, oder? Oder was denn? Oh mein Gott. For Robbie, my number one fan. Claptrap. Oh mein Gott. Hi, Scooter. Ich hab meine süßen Worte mit diesem Echo-Gerät aufgenommen. Such Daisy und spiel es ihr vor. Und du musst unbedingt abwarten, wie sie reagiert und es mir erzählen. Okay? Ah, die ist sogar hier. Geil. Oh, die sieht normal aus. Scooters Gedicht für dich, Daisy. Jetzt geht's los. Ich stehe auf dich, Daisy. Lass mich an dein Otter. Der Bandit durft's ja auch bei dem Roboter. Du bist so heiß. Du bringst mich zum Beben. Du bist wie eine Blume von Gedärmen umgeben. Oh mein Gott. Ich erhäng mich an meinem Grab. Nur deinetwegen. Lässt du mich nicht bei dir mein Rohr verlegen. Wow, das ist wirklich Soll der eine Pistole in der Hand? Moment, danke.
Lecker. Und wie fand sie's? Ja. Schools are forever alone. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das Gedicht hat dir also nicht gefallen, hä? Das verstehe ich nicht. Ich fand es ziemlich gut. Ja. Wohl wahr. War wirklich gut. Also, gut, aber wirklich gut. Nein, ja, war wirklich gut. Die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Gut, dann können wir noch jetzt die Hauptmission abgeben. Dann gucke ich auf die Zeit. Vielleicht kann ich noch ein bisschen automatisch spielen, bevor ich da Feierabend mache. Wie gesagt, kommen wir auf die Zeit an. So, was habe ich hier nochmal bekommen? Hier habe ich auf jeden Fall tapferer Soldat. Ja, okay. Irgendwie ohne Spaß. Warum muss ich die ganze Zeit wirklich an Woods denken von Black Ops? Guck mal noch, was hier so schönes ist. Gar nichts. Danke für nichts. Dann gehen wir jetzt die Quest ab. LOL! Roland? Rick. Ich hätte nie gedacht, je wieder hier zu sein. Bei unserem letzten Treffen schienst du nicht sehr begierig, mich wiederzusehen. Na komm, gehen wir einfach ab. Was kriegen wir denn? Ein Schild oder ein Raketenwerfer? Ein Schild ist scheiße, ein Raketenwerfer gibt mehr ehrlich Geld. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt, die sich nur für Jack öffnet. Entschuldigt die Störung, aber die Zeit drängt. Begib dich in den Ort Opportunity. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. So ungern ich es auch zugebe. Angel ist die beste Hilfe, die wir haben. Du weißt ja schon, dass du ihr nicht trauen kannst, aber sei vorsichtig. Ja, ich bin ja immer vorsichtig. Ich sterbe auch selten bei dem Spiel. Auf jeden Fall. So, dann holen wir noch die Nebenquests ab. Wie viele habe ich denn jetzt bekommen? Okay, nicht viele, Gott sei Dank. Bis jetzt. Bis jetzt. Wer weiß, Maxi hat wahrscheinlich 1000 davon. Du willst also meine Kamera, hm? Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosionen. Am besten beides. Nice. Aber hier ist doch noch eine Nebenquest. Bring diese Kamera nach Opportunity. Und schau dir auf keine. Echt? Als ich mit dem Schluss gemacht habe, hat Jack meinen anderen. Wer ist hier oder draußen? Bauen, nur um mir eins auszuwischen. Ah, ne, hier. Das werden wir nicht zulassen, Sugar. Bist du tapfer und oder blöd genug, eine verfügte Waffe zu suchen? Ich bin den Vorarbeiter des Bauprojekts. The Bane. Marcus. Gucken wir erstmal. Was haben wir denn hier? Erstelle die Bauteile von Jack zu Gewinnung unter anderem, okay. Erreiche Opportunity. Frag Markus nach The Bane. Und Sanctuary. Oh, was war das hier? Markus! Mit The Bane. Oh mein Gott. Warum muss sofort an Batman denken? Ich wusste, ich hatte nicht das letzte Mal von dieser Waffe gehört. Prima Kanone, aber. Sie ist verflucht. Hab sie einem Bandit namens Horus weiterverkauft. Okay. Müssen wir das wohl hin? Ja. Das ist alles eine Opportunity. Das ist ein 1000 Cuts. Rede mit Rocco. Okay. 1000 Cuts. Was hat man? 1000 Cuts. Achso, ja, stimmt. Das war die Ebene, wo Brick gerade war. Oh, wie lange ging denn schon die Folge? Vielleicht können wir noch ein bisschen am Automaten spielen. Währenddessen kann ich ja mich mit euch unterhalten. So. Ja, eigentlich könnte ich noch eine Nebenquest machen. Aber ich habe viel Geld und der Automat schreit nach meinem Namen. Oh. Aber beides schon freigeschaltet. Alter! Hui! Mehr Glück vielleicht für mich? Komm schon. Das Borderlands-Symbol war geil. Ah, schade. Ja, man kann sich leider nicht alles wünschen. Ja. Warte mal. Was für ein Level hat denn die Moxie-Waffe eigentlich? 18. Vielleicht könnte ich der nochmal Geld geben. Um nochmal ihre Waffe zu bekommen. Großzügig von dir. Hier.
ist meine Lieblingswaffe. Oh yeah. Oh, Korrosion und Feuer diesmal. Warte mal, vielleicht ist sogar die Waffe, die ich meinte, okay, mit Dings hier, mit der Vibration. Ja, test ich mal aus. Ja, das ist die sogar. Oh mein Gott, das ist die. Das ist die Waffe, die ich meinte mit Vibration. Die heißt sogar Good Touch, ja. Aber wenn ich schlecht bin, bin ich besser. Das ist die mit Vibration. Das ist die, die ich meinte, ne? Geil. Also, dass die Waffe noch im Spiel drin ist, meine ich damit. Natürlich, logischerweise. Aber jetzt die Frage. Nehmen wir mal. Ne, behalten wir zwar noch die Shotgun, aber nehmen wir mal die Waffe. Ne? Alter, die Vibration. Aber cool, dass es die Waffe noch gibt und das noch mit der Vibration. Das finde ich geil. Also, dass es die Waffe gibt, wie gesagt. Geil wäre es, wenn ich eine Borderlands, also die Borderlands-Zeichen bekommen würde. Zumindest kann ich das dann einmal in der Aufnahme zeigen. Ich weiß, vielleicht noch, wenn noch Zeit ist, kann ich dann noch eine Nebenmission machen. Na gut, erstmal verkaufen. Alter! Bezieht euch. Geh weg. Ja, in der Zeit kann ich ja mal schon mal so... Ja, so gewisse Themen ansprechen, würde ich mal sagen, ne? Wie zum Beispiel, was in Zukunft so geplant ist halt, ne? Leider habe ich ja viele Projekte ausgesetzt. Beispielsweise das Elden Ring, da habe ich zum Beispiel das angefangen. Mit einer Person, die leider unrühmlich, leider wirklich unrühmlich, sich verabschiedet hat aus dem Projekt. Ich habe höchst selten. Die andere war besser. Seitdem habe ich dann Leute gesucht, die mit mir das Elden Ring machen würden, weil, wie gesagt, ich kenne mich mit Elden Ring nicht aus und ich bin jetzt auch nicht der größte. Souls-like-Spieler, ne? Dass ich jetzt sagen würde, boah, krass, Alter, so. Ich rocke das Spiel. Aber ich habe dann trotzdem vorgenommen, dass ich jetzt die Folgen, die ich jetzt mit dir aufgenommen habe, dann veröffentliche, ne? Und dass ich dann das Elden Ring im Livestream zocke, wie damals Dark Souls 3. Weil das hat mir definitiv sehr viel Spaß gemacht, Dark Souls 3 im Stream zu zocken. Genauso wie andere Spiele, die ich logischerweise im Stream gezockt habe. Das ist eigentlich voll geil, wenn man dann mit den Zuschauern interagiert. Das ist immer voll cool. Dann geben sie da auch hilfreiche Tipps und sagen dann auch, was du machen sollst und was du da verpasst hast eventuell. Das ist voll cool und voll geil. Und so habe ich dann überlegt, dass ich dann die restlichen Let's Plays mache. Also die ich noch offen hatte. Quasi in einer Art Livestream. Aber auch nur wirklich die, die wirklich im Livestream Sinn machen, ne? Wie zum Beispiel das Elden Ring, eventuell neuere Spiele. Was mit Black Ops 6 zum Beispiel ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich das tatsächlich zocken wollen würde oder nicht. Das Problem ist, das Spiel hat mich begeistert. Also es war gut, ne? Aber es ist halt ein typisches Activision-Game, ne? Heißt Skins, 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 noch mehr Skins. Hab ich schon Skins erwähnt? Ja? Nein? Okay, Skins. Du bist gefährlich allein, Volltrottel. So, her damit. Gib dir hoffentlich beim King. Oh. Ich kann sogar weitergehen damit. Gut zu wissen. Ja, und Spiele, die... Also Skins supporten, finde ich momentan einfach nur noch scheiße. Weil... Warte mal, die Shotgun wollte ich austesten. Ist das vergleichen? Erstmal zurückkaufen. Weil ganz ehrlich, ich mag das Modell heutzutage gar nicht mit. Komm jederzeit. Ja, kosmetischen Inhalten und. Naja, DLC-Politik. Oh, die hab ich sogar zweimal gehabt. Okay. Ups. So, erstmal vergleichen. Mit der Waffe erstmal. Okay, die ist tausendmal schlechter, weg damit. Auch wenn die Slack-Schaden macht. Aber meine Granate war auch Slack-Schaden. Ja.
komm, die macht nicht schon. Weg damit. Und Black Ops 6, wie gesagt, war jetzt cool, aber halt, das ist ein typisches Activision-Gamer wieder, was dann wahrscheinlich hunderttausende von kosmetischen Inhalten anbietet. Aber inhaltlich, also gameplaymäßig absoluter Schrott wird und die machen sich überhaupt gar keine Mühe geben für solche Spiele. Da habe ich immer so meine... da habe ich immer so meine Bedenken, ne? Weil immer die letzten Jahre bei COD absolut enttäuschend waren. Da kommt wohl nichts. Ja, wie gesagt, da muss ich jetzt überlegen, was mit, also überlegen, was ich mit Black Ops. Ja, das schiebe ich jetzt auf die Uhrzeit, ne? Da überlege ich jetzt, was ich mit Black Ops 6 mache, weil. Ist halt COD halt, ne? Leider wird es mein 2 gar nicht mehr kommen erstmal. Oh, da war es knapp. Weil ich habe jetzt beschlossen, erstens Smite 2 zur Seite zu legen, weil das ist zwar die Alpha und das wird ja noch verbessert, aber ich will diese Verkaufspolitik von Hi-Rez nicht unterstützen. Von wegen, ihr bekommt alle eure Juwelen zurück, aber ihr könnt nicht alle Skins mit Juwelen kaufen, sondern wir führen eine neue Währung ein namens Diamanten. Und zum Teil werden einige Skins mit Juwelen erhältlich sein und zum Teil dann aber doch mit Diamanten. Ja, fickt euch dann wirklich, Hi-Rez, ne? Also wirklich, fickt euch wirklich. Und ich dachte wirklich, COD, ich dachte, Activision ist schlimm, aber ihr seid ja noch schlimmer als Activision. Und das ist schon... Die muss ich vergleichen. Und das ist schon eigentlich eine krasse Beleidigung für euch, ne? Damit müsst ihr jetzt wirklich klarkommen, mit diesem... Mit dieser Behauptung, ne? Oh, die ist schwächer als die andere. Also Behauptung. Mit der Tatsache, dass ihr schlimmer seid als Activision. Weil ganz ehrlich, ich glaube, Activision selbst hat nicht gesagt so, ja, hier, wir führen jetzt Black Ops 6 eine neue Währung ein. Jetzt heißen sie nicht mehr Call of Duty Points, sondern Call of Duty Crypto. Das heißt, ihr könnt nicht nur Skins mit Coins erwerben, sondern auch mit Crypto, weißt du? Und Activision macht das einfach. Das ist so, als wenn man sagt, heutzutage, ja, hier... Die führen jetzt wieder die deutsche Mark ein und dann könnt ihr mit dem Euro bezahlen und mit dem deutschen Mark. Aber ihr könnt nicht alle Produkte mit diesen Währungen erhalten, sondern einige Produkte werden mit dem Mark bezahlt und andere werden mit dem Euro bezahlt. So in dem Sinne halt, ne? Ist genau dasselbe Prinzip und das wiederum will ich nicht supporten und das supporte ich auch nicht. Das hat mich schon damals beim Stream abgefuckt, als ich davon gehört habe. Das Spiel war schon eine Frechheit gewesen, dass man es so auf den Markt bringt. Weil ist ja nicht so, dass ich schon mehrere Spiele gemacht habe und dann trotzdem das Spiel so verpackt und nenne ist. Dann hauen die noch so eine Scheiße raus mit Juwelen und Diamanten und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. So, da kann ich wirklich empfehlen, eher so für die Alternativen. Und die Alternativen wären halt normal League of Legends, ne? Was ich auch lerne momentan, was ich versuche im Stream zu zocken. Und das Predecessor, weil ich kann es immer wieder sagen, Predecessor ist einfach tausendmal besser als das, was Hi-Rez produziert hat in den letzten Jahren. Sag ich so ehrlich, wie es ist. Schon wieder eine Besserung. Beides ist schon wieder dasselbe. Apropos, warte mal. Erstmal mit der Shotgun vergleichen, die ich gerade habe. So, okay, dann kann ich alle Waffen wieder verkaufen. Ja, komm, haben wir noch eine Nebenquest. Ich kann auch noch nebenbei reden, wir wären eine Nebenquest halt, ne? Weil ich glaube nicht, dass jetzt noch vom Automaten was rauskommt. Wenn du leben willst, kauf bei mir. So, dann alle Waffen weg. Die Skin-Anpassung kann weg. Obwohl, eigentlich, ich habe noch einiges an Geld, ne? Vielleicht kommt ja noch mal das raus. Gucken wir mal einfach. Dann nehmen wir die Waffen auf. Ja, vielleicht kommt noch was raus. Ja.
Aber wenn ihr noch so Spiele habt, so Perlen, die ich schon nicht gesehen habe, wo ihr der Meinung seid, oh, das könntest du mal im Stream zocken, könnt ihr es auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Weil ich bin für jedes Spiel offen. Wobei bei älteren CODs bin ich mehr oder eher vorsichtig. Weil, naja, Cheater und so weiter sofort, ne? Ich habe keinen Bock, dass mein System da gehackt wird von so einem Mongo, der der Meinung ist, dass er damit seine Befriedigung bekommt, anderen Leuten zu schaden. Weil das ist ja das Einzige, woran... So. Das ist ja das Einzige, was die Scheißhacker noch können, ne? Anderen den Spielspaß nehmen und anderen allgemein den Spaß an Zocken nehmen. Die ziehen einfach nur ihre Freude durch das Leid von anderen. Eigentlich habe ich bis jetzt bei den neueren COD-Teilen noch nicht die Bekanntschaft mit Cheatern gemacht, Gott sei Dank. Aber bei Modern Warfare 3, ja, damals, wo ich das noch gezockt habe, ich glaube das letzte Mal sogar 2016, habe ich auf jeden Fall noch einige Cheater gesehen. Einige davon haben sogar mir gedroht, einen IP-Ban zu machen, wenn ich nicht meinen Account gebe. An den habe ich jetzt nicht geglaubt. Da habe ich auch keinen IP-Ban bekommen, aber so wie ich es dann später erfahren habe, gab es einige, die schon sowas wie IP-Ban machen können. Und dann frage ich mich wiederum, warum macht ihr das? Habt ihr keine Ehre? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Es ist ja das Schlimme, diese Leute, die cheaten, haben einfach nichts Besseres zu tun im Leben. Vor allem, wie armselig muss man sein, ein Spiel, was kaum noch gezockt wird, noch zu hacken. Ne? Beispielsweise MW2. Aber es ist nicht mehr gezockt. Es wird nur logischerweise gezockt von einigen, die noch in der Nostalgie versunken sind. Aber dass dann so Cheater kommen und so ein älteres Spiel nehmen und dann da cheaten und der Meinung sind dann, ne, dass sie dann was reißen oder coolsten sind oder was auch immer halt, ne? Das wird dir niemals in den Kopf reingehen. Ich versuche eh zu verstehen, was der Gedankengang von solchen Cheatern ist manchmal. Du hast halt wirklich das Gefühl, dass sie einfach den ganzen Tag nichts anderes tun, als vor ihrem scheiß Rechner oder vor der scheiß Konsole zu sitzen und anderen Leuten einfach den Spielspaß zu nehmen, den die selber nicht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cheater Spaß haben beim... Ja gut, vielleicht schon. Vielleicht haben sie Spaß beim Cheaten. Aber das ist halt einfach nur armselig. Und diese Leute, die müssen wirklich minderwertig sein. Ich sag so ehrlich, wie es ist, die müssen wirklich minderwertig sein. Was anderes hält mir dazu nicht ein. Wirklich nicht. Die müssen wirklich in ihrem Leben kommen Spaß haben. Oder im Leben Versager sein, könnte auch sein. Ich habe noch nie zum Beispiel bei irgendeinem Shooter oder was auch immer, ich habe noch nie mir überlegt, zu cheaten. Das sollte auch gar keiner tun. Ohne Spaß. Niemand sollte cheaten. Niemand sollte auf die Idee kommen, zu cheaten. Egal, wie schwer ein Spiel sein mag, ne? Ach, Boris ist hier um die Ecke. So. Weil mit Cheaten beweist ihr eigentlich eher das Gegenteil. Wenn ihr cheatet, heißt das nicht, dass ihr voll die krassesten seid, sondern einfach, dass ihr Lappen seid und keine Eier habt. Oh, 24. Oh, und mit dem bekomme ich noch etwas EP sogar. Oh, mit dem bekomme ich aber noch genug EP sogar. Ah, das 135 EP. Können wir gleich zu Horus gehen. Horus kommt mir irgendwie bekannt vor. Dark Souls 3. Stimmt. Ah, scheint, als wäre Horus tot, wenn das hier schon voller Spider-Rans ist. Ja, ist doch tot. McNally hat The Vein übernommen. Funktionierte bestens gegen die Spider-Hands. Aber der Fluch... Wenn du das hörst, finde McNally. Er mag mich zwar im Stich gelassen haben, aber was The Bane mit ihm machen wird, hat er nicht verdient. Niemand hat das verdient. Ist The Bane die Waffe? Oder ein Typ, aber... Es ist dieselbe Situation wie vorher, ne? So habe ich auch meine Shotgun-Muni verballert.
Wo ist denn der Bane? Ah, okay, dort. Ich wollte mich eigentlich auch nicht über Gideon Hacker ragen oder ablassen. Ich find's halt einfach nur traurig. Weil ich würde gerne so ein altes COD nochmal zocken wollen, so. Die Nostalgie holt mich immer wieder ein. Manchmal gucke ich einfach mal bei Pizmeet so alte Call of Duty Let's Plays wie RB2 oder sogar Ghost, Black Ops 2 und so, RB3 und so weiter und so fort, ne? Also die alten COD-Teile. Und dann denke ich mir immer wieder, wie schön die Zeit damals war. Damals als Kind, wo ich noch Modern Warfare 1 gezockt habe, ne? Wie alt war ich denn da nochmal? So. Wie alt war ich denn? Ich glaube 2.8 habe ich mal für 1 gespielt oder 2.7? Das ist 2.7 gewesen sein. War ich sogar 12? Ja. So, weg mit euch. Ja. Hier. Okay. Oh, da ist er doch. Ich brauche noch einen Kopf. So, ist hier die Waffe? Ich muss sie loswerden. Da kommt von Lynchwood, um sie mir abzukaufen. Nimm die Essekor. Er hat ja keine Ahnung. Er hat die Geschichten von dem Fluch nie geglaubt. Oh Mann, der wird sein blaues Wunder erleben. Oh, soll ich jetzt so noch jemanden? Ja. Wo muss ich denn reisen überhaupt? Lynchwood. Alles klar, ab zu Lynchwood. Ab zu Lynchwood. Au. Einfach hier rein. Ja, hier ist noch nicht Lynchwood. So. Wer ist das denn? LOL. Wir leben ja wieder. Mix Zephort und so weiter. Ja, das ist nicht spannend gemacht. Ja, so einfach geht das. Akenjäger zu Lynchwood. So, rein hier. So. Der Bonusschaden des Täuschungsskills des Assassinen eignet sich sehr gut, um einem einzelnen Ziel großen Schaden zuzufügen. Das stimmt, das ist eigentlich voll eine geile Fertigkeit. Ist eigentlich sogar für einen Singleplayer am besten geeignet. Lassen wir das erstmal zu Lynchwood? Sesam, öffne dich? Ja, ich muss von oben wahrscheinlich. Der Sheriff bietet $500 Belohnung für jeden Slapskalb. Der Slap King ist nicht glücklich darüber, was sie ihm angetan hat. Also seht euch vor. Okay. Außer der heiligen Mission. Der 3.10 Uhr nach Kabum die Bank sprengen. Jeden Tag schickt der Sheriff von Lynchwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt hat, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jagen, mit dem sie das Zeug transportiert. Begib dich zum Abbruchlager. Okay. Die Nebenmission hier sind, warte mal. Machen wir erstmal The Bane. Die ist ja gleich hier um die Ecke, ne? Ja. Lohnt sich die zu killen? Oh, tatsächlich! Du bist in der Nähe der Kammer. Versuch sie zu essen. Na, dann killen wir erstmal die Gegner. Warte mal. Hier ist eine Kammer. Spioniere die Bank aus. Das ist hier. Oh! Quasi neben mir. Ha! Das ist ja cool. Und das hier? Ah, das ist da hinten. Ja, okay, machen wir erstmal die Bank. Springen. Es gibt drei Dinge, auf die ich scharf bin. Erstens den Sheriff bekämpfen. Zweitens Sachen in die Luft jagen. Drittens Kohle machen. Die Bank des Autsch. Sheriffs hochzujagen wäre also ein Traum. Begib dich zur Bank und check den Laden mal aus. Ja, hab ich ja gemacht, aber irgendwie passiert da nichts. Ach, hier ist noch was, was ich wahrscheinlich in die Luft sprengen muss. Da machen wir hier ein Geschütz hin.
Soll mal die Aufgabe haben. Soll mal die Aufgabe übernehmen für mich. Alter, ist jetzt hier gerade viel los. Autsch. Wie ein Bogen ist dabei. Oh shit. Im Slack. Gegner haben hier aber einiges drauf, ne? Das ist gar nicht gut, wenn er sich. Oh, der ist in Deckung gegangen. Oh Gott, gar nicht gut. Ja, super. Das war's mit mir. Natürlich, weil er in Deckung gegangen ist. So ein Penner, ne? So ein Penner einfach. Das war ein Bärtchen kratzen. Oh ne, ich muss jetzt wieder. Ach, scheiße. Okay. Quasi von hier wieder anfangen. Cool. Sehr cool. Sehr cool. Toll, toll, super toll. Wie komme ich denn eigentlich da nach oben? Von den Dächern? Wahrscheinlich, ne? Oh, es gibt nochmal Rache hier, aber. Immer die Feuershotgun, ne? Vielleicht bringt die ja nochmal was. Wo ist sie denn? Hier. Nicht viel, oder? Ja, so langsam hat sie, glaube ich, ihr. Das darf nicht wahr sein. Wo denn? Da. Ich glaube, langsam hat sie ihren Zenit erreicht. Schade eigentlich. Hat mir gut gedient. All die Zeit. Aber irgendwie. Oh. Ah, fuck. Ich sollte langsam ein Geschütz durchspazieren gegen die Gegner. So, legen wir mal das da hin. Mein Backup. Oh! Cool, wo komme ich hier hin? Jetzt, wo du das Abwehrmittel hast, brauchst du nur noch Sprengstoff. Das war wohl der coolste Satz, den ich je gesagt habe. Egal. Ein Bandit namens Mad Dog sollte in der Gegend sein. Der Mistkerl hat meine Slabs immer mit Dynamit beworfen, wenn sie in die Stadt kamen. Töte ihn und schnapp dir seine Knallfrösche. Der ist doch wieder mal da hinten, oder? Also quasi auf der anderen. Ja. Ja, gut, dann kann ich die andere machen. The Bane. Dann machen wir erstmal die Bane. Ja. Ja, mein Chris ist noch voll im Takt. Ja. Intakt. Das heißt, ein neuer Bandit ist in der Stadt. Wenn du das hörst, Kiddo, kratz nicht gleich ab. Ich wollte mich schon immer mal mit einem Kammerjäger duellieren. Oh ja? Ich zeig was drauf. Also ich muss sagen, irgendwie ist die Waffe trotzdem noch gut, ne? Ja, ich habe eine neue Nebenmission. Wo ist die denn jetzt? Ach, da immer. Ach so, das ist. Ja, die hab ich ja ignoriert. Ich wollte erstmal The Bane machen. Okay, so langsam glaube ich, soll ich wirklich die Shotgun wechseln. Weil die macht ja gar keinen Schaden. Das ist doch kacke. Ja, was macht der denn? Der wollte ich im Nahkampf töten, oder was? Ja gut, die macht ja noch weniger Schaden. Und ballert sogar mehr Muni. Dann nehmen wir doch lieber die andere Waffe wieder, ne? Weil die ist zumindest präzise und gibt weniger Kugeln. Und macht Feuerschaden, logischerweise. So. Verdammt Leute, hört auf, die Minen auszuplündern. Eridium hat für Hyperion oberste Priorität. Wenn ihr die Bergleute überfallt und ihnen ihre Ausrüstung klaut, kriegt ihr es mit dem Sheriff zu tun. Und das wollt ihr nicht erleben. Also ich würde gerne mit dem Sheriff kämpfen. Oh Gott, ich werde wieder sterben. Dann soll ich lieber nah an einem Gegner sein, bevor er mich killt. Weil wenn er jetzt wegrennt,
Hab ich die Arschkarte? Aber so ging es doch klar. Ich würde mal gleich mal gucken, ob ich im Bett was dran habe. Boah, 300 EP aber, ne? Ist schon geil. Oh, keine Money mehr. Das ist natürlich nicht geil. Ja, falsche Waffe. Hier. So, was ist denn hier so schönes? Nichts. Aber ich muss niesen. Oh Gott, ich muss niesen. Eieiei. Och nö, nein, sag nicht, du sterbst jetzt durch Korrosion. Das wird jetzt. Das. Oh, bitte nicht. Okay. Gott sei Dank. Muss ich jetzt erstmal warten, bis ich weitergehe. Sollte jemand jemanden kennen, der Hinweise auf den Aufenthaltsort eines Kammerjägers hat, so, sagt ihm, er soll es freiwillig melden. Andernfalls wird der Sheriff es unter Folter aus ihm herauskitzeln. Ich meine es nur gut, Leute. Ich meine es nur gut. Eieieiei. Ei, Karamba. Oh, da kommen wieder einige Gegner. Sollte ich lieber mal meinen Schutz abwerfen. Falls ich sterben sollte. Ne? Logischerweise. Ach, guck mal. Da war das Echo gerade. Kannst du dich auf jeden Fall hier mitnehmen. Die sind auf jeden Fall sehr gut zum Leveln. Autsch. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Da ist sein Echo. Ich suche das Friedhof nach Bane. Ich suche den Friedhof nach Bane. Alter, die Vibration der Waffe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass sie gerade ist. Ich habe sogar Gerüchte gehört, tatsächlich, dass einige Frauen, die das Spiel gezockt haben, die Waffe ausgerüstet haben, ne? Und sich dann minutenlang nicht mehr bewegt haben. Kein Spaß. Ist zwar nur ein Gerücht, aber wenn sie stimmen sollten, dann einfach nur ach du Scheiße. Kann man nicht anders sagen, außer ach du Scheiße. Oh, das ist schon wieder so ein Kraftfeld. Ah, schauen wir mal, wo sind die Kabel von dem Ding? Gehen hier lang, da lang. Hab ich schon gedacht, wo kommt das Geräusch her? Meinen Sie nochmal, also. So. So. Und dann ist das die Kabel. Geht es so lang. Was hört da unten auf? Das heißt, das muss der Knopf sein. Ja, tatsächlich. Ja. Perfekt. Jetzt noch wieder nach oben, ne? Ihr Deputy Winger, der euch daran erinnern möchte, dass ihr immer noch flüchten könnt. Der Sheriff wird euch außerhalb Lynchwoods nicht verfolgen. Und ich ganz sicher auch nicht. Also, haut ab! Rettet euch! Das kannst du vergessen, ja. Schau nicht ab. Ich kämpfe bis zum Limit. Hoffentlich ist da eine gute Waffe drin. Lol. Erstmal hängen bleiben. Man kann nie zu schwer. So, was haben wir denn hier so Schönes bekommen? Ich kann die Granaten weg. Das Schild kann auch weg. Die Waffe kann weg. So. Ihr habt es mir zu verdanken, dass ihr in einer Stadt wohnt, die Lynchwood heißt, Leute. Wisst ihr, wie Jack das Kaffee nennen wollte? New Haven. New Haven. Aber mit Namen hat er es echt nicht. Ah, das ist wohl die Freundin. Apropos Freundin, wo ist denn jetzt die Kiste hin? Wo hab ich denn das Kraftwerk deaktiviert? Ist auf jeden Fall nicht hier. Aber warte mal, wieso folge ich einfach nicht den Kabel? Hä? Oh Gott, ich hasse es. Ich glaube, hier war das doch. Ja, da. Ja.
Hier war es gewesen. Genau hier. Wow, Alter. Es schlagt mich nicht mit dieser Waffenauswahl. Scheiß die Wand dann. Voll krass. Ich bin ja gesegnet vom Spiel. Boah, das ist scheiße. Und dafür bin ich jetzt wieder zurückgegangen. Ja, das Problem ist jetzt, leider, dass die Nebenmission hier weitergeht. Also alle, ne? Ja, kann ich dir mal zeigen. Das heißt, ich muss erstmal hier so einen Umweg machen. Das geht tatsächlich so lang. Was wiederum bedeutet, dass das erstmal in dieser Folge war. Ladet eure ganzen Banditenfreunde nach Lynchwood ein. Wirklich. Ja, tut mir furchtbar leid, ne? Dass es jetzt nicht geklappt hat. Mit der Nebenmission, dass ich die jetzt noch beenden konnte. Aber ganz ehrlich, das ist leider auch leider das Spiel, was mir immer wieder sagt, ja, lauf mir erstmal in die Richtung. Dann kannst du die Dings aufheben, den Echo. Und dann musst du auf die andere Seite, um das nächste Echo aufzuheben. Ja, als wenn man nicht genug läuft in dem Spiel. Oh. Da fliegt meine Granate. Ja gut. Wie gesagt, tut mir furchtbar leid. Und ja, wiederum auch, also, wir haben jetzt gerade sehr spät, ne? Und ich will ja auch nicht voll laut sein, ne? Und deswegen ein lautes Ciao sagen, ne? Ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Und gebt auch gerne mal einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal. Darüber würde ich mich immer wieder gerne freuen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.